Vom Weltverändererkongress fordern Nachhaltigkeit im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Und das wollen wir zum Beispiel erreichen durch eine klare Verankerung von ökosozialen Kriterien in der Beschaffung, die fest in den Gesetzen feststehen. Wir glauben auch, dass es die Aufgabe der Politik ist, Anreize für Unternehmen zu schaffen, in ökologisch und sozial verträgliche Handlungen und Wirtschaftszweige zu investieren. Wir vom Weltverändererkongress fordern, dass die Politik eine Vorbildrolle und eine Vorreiterrolle für den ökofairen Handel übernimmt. Ich fordere von Wirtschaft und Unternehmen, dass sie für das, was sie in Umwelt anrichten und das, was sie Menschen antun, aufkommen müssen und dazu verpflichtet werden, existenzsichernde Löhne zu zahlen und unserer Umwelt etwas Gutes zu tun. Durch eine ökosoziale Beschaffung sorgen wir auch dafür oder die Unternehmen, dass wir das Leben für die Bürger hier lebenswert gestalten. Dass sie also auch lange gesund hier leben können. Wir fordern, dass die Politik und die Wirtschaft nicht nur so egoistisch an ihre eigene Generation denkt, sondern auch noch an alle Folgenden und auch dementsprechend handelt. Wir fordern, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein beliebtes politisches Schlagwort bleibt, sondern dass wirklich nachhaltiges Handeln in der Politik umgesetzt wird.